So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Jetzt 10 Stunden später oder 12 Stunden später nach der FED-Sitzung sieht zumindest im DAX die Welt wieder anders aus, beziehungsweise auf Xetra sieht man überhaupt nicht die Abgaben, die auch im CFD, im 24-Stunden-Handel dann noch stattfanden, beziehungsweise im Future-Handel. Da werfen wir auch gleich einen Blick darauf. Aber zunächst erstmal kurz zu der DAX-Liste. RWE, E.ON weit vorne. Eine K&S. Ja, BASF wurde gestern abgestraft. Oder war es vorgestern? Und ganz unten die Deutsche Bank, Merck und Lufthansa. Aber nun eben zum DAX. Nach der FED-Sitzung, beziehungsweise vor der FED-Sitzung, habe ich ja noch geschrieben, dass auch die Dow Jones-Position eher zum Glattstellen ist. Was natürlich erstmal oder im Nachhinein natürlich komplett richtig war. Und im DAX waren dann Kurse nachbörslich bis 9.720 im Future, im Nachthandel sogar unter der Marke von 9.700 Punkte. Also wäre jetzt hier auf Xetra auf dem Stundenchart deutlich unter dem Rainbow hätte er öffnen können. Was er dann gemacht hat, er öffnete bei 9.8 und stieg ja bis, was war der ja, höchst Tageshöchstkurs war 9.905 Punkte. Da liegt hier, ja gut, eine alte FIBO-Marke. So, also hier hat sich das Chartbild nicht unbedingt verschlechtert. Das Wochenend-Wunsch-Szenario war ja tief hier runter und dann steigende Kurse. Aber wie gesagt, auch vor der FED-Sitzung, hier bin ich eben neutral dann gewesen, also bei 9.880 bzw. 850, keine Ahnung, wo da der DAX genau stand. Also diese 50 Punkte, wo wir jetzt höher standen, muss man im Prinzip abziehen. So, was aber ist ja auch wichtig, wo jetzt eigentlich der DAX hingehen könnte. Wenn man jetzt hier noch hier das Gap sieht, liegt bei 9.970 Punkten rum. Da liegt auch Prinzip hier der EMA 200. Hier könnte also der DAX sich jetzt vor die US-Börse sozusagen noch hochhangeln und vielleicht dann bärisch abprallen, weil wir schauen eben gleich auf den Dow Jones Index. Sonst ist hier noch ein prädestiniertes Ziel eben bei der 10.130er Marke rund, beziehungsweise 10.100er Marke. Dazwischen liegt noch ein, ja, aber das ist eine alte Unterstützung bzw. jetzt Widerstand bei 10.020. Also wie gesagt, hier ist im Prinzip alles im Lot. Der DAX konnte sich seit dem Tief eigentlich recht gut nach dem Rainbow nach oben hangeln. Schauen wir kurz den anderen Chart an, der auch schon länger mitläuft, was hier zu sehen ist im Tageschart. Und hier sieht man eben auch noch hier das Gap natürlich und einen Widerstand eben ja bei 10.120 dann. Der Wochenchart sieht jetzt, ja, die Kerzenformationen sind auf jeden Fall bullisch. Sollte sich also der DAX in der Region am Freitag sich auch befinden, am Freitagabend, dann sieht es eher nach sogar nach einem Test der Wolkenunterkante sogar aus dem Wochenchart. Jetzt schauen wir eben den DAX, den Dow Future Chart an.
war ab dem Zeitpunkt etwa hier 16.100, was im Prinzip beim Dow Jones bei 16.200 entspricht. Habe ich dem Nachricht geschrieben, so, jetzt sollte man die Gewinne, Teilgewinne mindestens realisieren, wenn nicht sogar rausgehen vor der FED-Sitzung. Und dann gab es hier den mächtigen Abverkauf nachbörslich, noch um 1, 2 Uhr, wurde sogar noch ein Tief, also unter dem Tief vom regulären Handel getätigt. So, und hier ist jetzt der EMA 200 wieder im Weg, aber allerdings konnte sich der Kurs an der Unterkante des Rainbows wieder nach oben abstoßen. Also hier ist eher jetzt neutrale Zone. Allein aber diese Bewegung im Moment wäre jetzt für mich eher, also die Muster geben, würden für mich jetzt hier eher weitere Abgaben nach der, also wenn das Hoch nicht überwunden wird, eher Abgaben nach sich ziehen. Alleine jetzt nur von diesen Mustern. Nachbörslich hat ja Facebook gute Zahlen. Ich glaube, die waren, wo ich mal kurz drauf geschaut habe, auch 10% im Plus. Deswegen ist der Nasdaq heute, performt der Future deutlich die anderen Indizes aus. Zu den normalen Setups. Pfund gegen US-Dollar konnte sich hier noch an der Ausbruchsmarke retten, beziehungsweise halt die Unterstützung hat dann gezogen. Der Stopp wurde ja noch nicht auch nachgezogen. Hier wurden Teilgewinne zwar realisiert, aber es war neu ein höheres Hoch. Stand definitiv noch auf dem Plan. Hier sollte man jetzt aber definitiv mit der Position eigentlich nicht mehr ins Minus, beziehungsweise nicht mehr groß ins Minus, entweder hier oder hierher versetzen den Stopp und einfach warten im Prinzip, ob jetzt wirklich noch ein neues Hoch passiert, dann nochmal Teilgewinne realisieren oder wenn es in den Stopp reinläuft, dann ist man halt hier, wenn man keine Teilgewinne gesichert hat, halt mit plus minus null ausgestoppt. Silber, ja, scheitert an der Oberkante bislang. Ein, zwei Tage theoretisch nach unten, auch wenn es jetzt hier vielleicht auch heute schon der Tag dann beendet ist. Aber hier sollte es definitiv nochmal nach oben gehen. Wer investiert ist, kann den Stopp oder sollte man auch den Stopp auf 14,05 etwa setzen. Dann hat man ein Risiko etwa von den 15, beziehungsweise man ist kurz vorher reingegangen, etwa noch von 0,15 US-Dollar im Silber. Risiko. Was habe ich denn sonst noch? Ja, Aeon. Und dann schauen wir kurz die Deutsche Bank an. Scheiterte an der Kaufmarke. Kurz mal schauen. Also ich lasse den Buy-Trigger mal noch drin. Auch wenn es jetzt nicht mehr besonders, ja, wäre jetzt natürlich schon bullischer, wäre direkt hier durchgegangen. Aber trotzdem kann man das hier noch so lassen. Dann noch schnell zur Eon-Aktie. Nähert sich eben an die 10 Dollar, 10 Euro Marke an. Passt also. Dann danke fürs Zuhören und ich schaue noch nach geeigneten Setups. Danke.